Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamEntry Drive. Wir befinden uns heute mal wieder auf Leap of Death. Und was wir heute machen werden, ist, erstens, wir werden den SBR4 mal runterschmeißen. Aber danach werden wir mal unsere Offroad-Variante, unsere GCD-Variante vom D15 ausprobieren. Und gucken, das war so knapp, inwieweit die hier Offroad-fähig ist. Weil die dürfte ja eigentlich ganz voll sein. Haben wir einen Offroad-Suspender drauf? Wir haben, glaube ich, Offroad-Suspender drauf. Das war da unten, das ist geil. Und wir werden sogar ins Wasser knallen. Ja, werden wir sogar. Und das Frontbubble hat jetzt 340 Kammer. Und da macht selbst der überall Käfig nichts. So. Gut, wir wollen dich aber nochmal nach oben bringen. Denn du hast hier wenig Sinn. Wir wollen nämlich unseren D-Series. Und zwar die GCG-Variante. Klick, nehmen wir sie aber wieder in schönem Silver. Replacen wir dich. Und wollen mal gucken, wie die sich denn so hier macht. Ich erwarte viel. Wir müssen erstmal in die richtige Richtung vielleicht fahren. Also eben auf, also in der letzten Folge hat die ja schon ganz gut den Schlag abgefangen, den sie einmal hatte. Die Suspension. Mal sehen, wie sie sich denn hier dann macht. So, bräuchten so eine Wheelcam. Hier am Rad. Okay. So, ist natürlich nicht gerade wendig, der Truck. Das muss man natürlich zum Protokoll geben. Aber mal sehen. Vielleicht können wir einiges draus machen. So. Bisher fängt das wunderbar ab, alles. Ohne Probleme, obwohl wir relativ schnell runterfahren. Bisher hat er sogar gar keine Probleme, würde ich sagen. Weil der macht das wunderbar hier eigentlich bisher. So, die Federung arbeitet. Ohne irgendein Problem. Es dürfte so eine relativ weiche Fahrt sein. Also klar, man spürt's und wird wahrscheinlich auch kräftig umgewirbelt, aber es dürfte keine Schläge geben, weil die sehr weich ist, die Federung. Und die den ziemlich gut hält eigentlich und immer weich abfedert. Natürlich schwingt man hier hin und her, aber nach unten dürfte es nicht so rapide gehen. Und dementsprechend natürlich auch nicht hoch. So, wollen wir hier mal entlang. So. Okay, aufpassen. Hier entlang. Am Abgrund. Ist ja auch nichts Bedenkliches dran. Ist ja nur ein kleiner Abgrund, der uns umbringen könnte alle, aber. YOLO! Das war jetzt nur ein Witz, ich bin kein YOLO-Typ. Nur so, nochmal fürs Protokoll. Okay, das war nicht so gut. Aber selbst das, das beeindruckt ihn nicht. Also ich glaube, wir haben eine der besten Offroad-Varianten gemacht. Weil die hat nicht zu viel PS, um die ganze Zeit rumzuspinnen. Und dadurch, dass sie lang ist, hat die auch keine Probleme mit dem Umkippen wirklich. Also die ist ziemlich gut Offroad, die Variante hier. Und vor allem, man kann verdammt viel transportieren dabei. So. Man guckt mal, keine einzige Beschädigung bis hier. Das Einzige, was mir an dem Wagen Sorgen macht, ist, dass wenn der steht, das zeige ich euch gleich mal, hat er eine unglaubliche Vibration. Also der vibriert, ja. Der vibriert so krass, wenn er steht. Also unglaublich. Also irgendwie die Motorbewegungen werden da kein bisschen gedämpft teilweise. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Haben wir jetzt die erste Beschädigung? Nö, immer noch gut. Hat wir irgendein Auto, mit dem wir so weit fahren konnten, unbeschädigt? Nee, oder? Ich glaube nicht. So, ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Klick, komm, 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 komm. Au, jetzt haben wir die erste Beschädigung. Die ich aber noch nicht mal sehen kann. Aber irgendwas kaputt gegangen. Ist da irgendwas irgendwo gegen geknallt. Na guck, wenn, selbst wenn die Straße nicht breit genug ist, was hier aber trotzdem ist, fährt man einfach halbwegs an der Wand. Das ist kein Problem. Der Wagen ist, also er ist so krass offroad, das ist unglaublich. Weil eben die Breite ist, denke ich, so das einzige Problem. Oder wenn man steil bergauf muss, weil dann ist er einerseits wahrscheinlich, na wobei Untermotor ist ja gerade 5,5 Liter V8. Aber dann ist er wahrscheinlich einfach, ja, unter, also ist er zu lang für. So. Oh, oh, das war schlecht. Haben wir jetzt vorne links unsere Wheel Axle gebrochen. Weil wir da schräg auf den Stein zugegangen sind. Da waren wir beim Lenken, als wir darauf geknallt sind.
Ah, der fährt sich eigentlich auch noch ziemlich gut, um ehrlich zu sein, dafür, dass wir vorne links gebrochen ist. So, jetzt muss ich aber mal bremsen. Okay, da bremst er nicht genug. Und jetzt ist er kaputt. Jetzt haben wir ihn als Pickup, weil jemand einen Super Duty Pickup. So. Okay. Oh, stell dich mal vor, BMG mit lizenzierten Fahrzeugen. So kann also Ford Raptor, F-150 oder F-350. Chevys, Silverado, das wäre so geil, so Trucks. Ich mag ja Trucks eigentlich richtig, die sind geil. Aber das wäre natürlich abgesehen jetzt von anderen Arten, Wagen wie Mustangs, keine Ahnung, oder Lamborghini, das wäre natürlich generell cool. Aber so Trucks, Offroaden macht eben in BMG richtig viel Spaß, um ehrlich zu sein. Wir wollen dich gleich mal an der Stelle reloaden hier, damit wir nochmal weiterfahren können, weil ich will nicht wieder von vorne anfangen, das ist ein bisschen langweilig für euch und für mich. Wir müssen erstmal irgendwie zur Straße kommen. Wäre irgendwie vorteilhaft, glaube ich, wenn wir fahren wollen. Na, komm, passt da durch. Ah, müssen wir ein bisschen mithelfen. So, weiter geht's in der Tour. Okay, wollen wir dich mal hochholen. Komm mal mit. So. Nee. Wollen wir vielleicht mal unsere Strength unterstellen. Nein, komm mit. So, wunderbar. Da unten ist die Straße. Da unten ist eine Straße, komm her. Ja. Und reloaden. Jetzt die Frage, warum stehst du? Seitlich, okay. Nein, nein, das ist nicht so gut. Lass es nochmal probieren. Wir müssen ihn aber direkt, das Problem ist, wir müssen ihn direkt halten. Halt, 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 halt. So, jetzt müssen wir ihn hier halten, 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 halten. Okay, haben wir dich? Scheiß doch, das will ich gerade gemacht machen. Du musst erstmal überhaupt gehalten werden. Gehalten, gehalten, gehalten. Erstmal hier hochkriegen. Okay, wenn wir dich hier reloaden, dann haben wir, denke ich, schon mal einen Ansatzpunkt, oder? Okay, Handbremse. Oh, das ist steiler, als ich dachte. Verdammt. So, dann will ich dich mal da links hinbringen. Von da können wir nämlich weiter was probieren. So. Hier ist er jetzt zum Beispiel zu steil für, um einfach hochzufahren. Okay, nevermind. Na doch, da, da, da. Da will er jetzt nicht. Dann müssen wir jetzt hier, stellen wir mal auf 16 mal langsamer, damit wir das Heck rumkriegen können, oder dass er davor schon runterfällt. So. Nein, da wollte ich nicht anfassen. Nein, da wollte ich anfassen. Ich will dich aber halt eben nicht zerreißen. So, hör, hör. Ja, komm. Oh, das ist so satisfying. Das ist wie so ein perfekter Wurf drauf. Jetzt darfst du nur vorne nicht zu weit rüber. Vorne bleibst du drüben. So, und jetzt reloaden wir dich. Und alles wieder in Butter. Nochmal reloaden, damit du perfekt stehst. So, und jetzt will ich euch mal zeigen, wie der vibriert. Also ihr seht es jetzt hier eigentlich schon ein bisschen, aber wenn ich es mal langsamer mache, 2, 4, 6, 8, 16, dann seht ihr, wie krass der eigentlich vibriert. Alles Vibrationen, die nur vom Motor ausgehen. Hier alles vibriert. Selbst Zeitpanels vibrieren hier. Das ist jetzt 100 mal langsamer. Müsste es, oder? Ja, 100 mal langsamer. Guckt ihr, wie es vibriert. Seht ihr an den Spiegelungen und so. Also da hat er ein paar Probleme. Aber, also, es sorgt für keine Probleme. Das wundert mich. Er fährt perfekt, aber naja. So. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich was umstellen. Egal. So, haben wir nochmal die paar Minuten hier rumfahren, die wir noch haben in der Folge. Hier entlang. Okay, passen. So. Oh shit. Okay, hier haben alle Fahrzeuge Probleme, weil die hier rumspringen. Weil es dann immer. Ich fahre dann irgendwie immer genau in dem Tempo rüber, wo dann immer Schlag auf Schlag kommt. Aber er ist geschafft. Also da sind wir, glaube ich, mit nur einem Fahrzeug bisher rübergekommen. Das war dem G15 Pick. Also wir haben hier annähernd ein perfektes Offroad-Fahrzeug, glaube ich, geschaffen. Den müssen wir mal auf der Map testen. Auf der Offroading-Map. Das heißt, Area 52 ist die, glaube ich, oder? Area 52? Ja, komm, dann machen wir in der nächsten Folge. Da testen wir den nochmal Offroad. Dann wollen wir mal gucken, wie es denn da so aussieht. So, hier entlang.
Wups. Perfekt. Gut. Okay. Ey, selbst Fahrfehler. Die werden einfach nicht bestraft von dem Wagen. Weil der so gut ausgleicht alles. Es ist schön, aber also ich weiß nicht, ob das auch für euch so satisfying ist, zu sehen, wie so die ganze Federung hier arbeitet. Das ist einfach irgendwie cool. Das ist schön, das ist beruhigend. So, wir könnten hier natürlich auch weiterfahren. Eigentlich mögt ihr Offroading, aber ich weiß nicht, ob ich das zwei Folgen direkt hintereinander antun kann. Na, vor allem wären es dann drei Folgen. Ne, wir gehen jetzt einfach auf die Dings-Map, auf die andere Map. Da habt ihr da noch ein bisschen Abwechslung, dann haben wir wieder was Crashiges. Wie gesagt, ich produziere vor, da müsst ihr mir ein bisschen verzeihen, wenn ich hier teilweise ein bisschen den gleichen Content bringe oder komische Sachen. Ich kann halt eben auch nicht sieben Folgen pro Tag. Oh, jetzt haben wir nochmal geflippt. Zweimal haben wir das gemacht in 10 Minuten. Das ist ziemlich gut. Und vor allen Dingen leben wir hier noch. Können jetzt aus dem Fenster rausklettern und würden dann hier runterpurzeln und sterben. Hey, was fliegt denn da? Fliegt noch ein Teil von uns. Ah, ein Spiegel. So, während sich der Spiegel da hinten auf den Weg macht. Tschu. Echtzeitspiegelung. Wäre cool, wenn da so eine Kamera rumfliegen, die man dann sehen könnte. Tschu. Echtzeitspiegelung for the win. So, aber auf jeden Fall. Da müsst ihr mich entschuldigen, wenn so ein bisschen gleicher Content kommt. Wie gesagt, ich muss das nämlich auch, ich muss sieben Folgen pro Tag jetzt gerade aufnehmen. Das ist natürlich ein bisschen anstrengend. Aber ihr wollt natürlich eure Folgen kriegen. Und das solltet ihr auch. Und ist ja nicht so, als würde es mir jetzt keinen Spaß machen. Ich würde es ja sonst nicht machen. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hab's gefallen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.